Am Donnerstagabend war es endlich soweit. Die Bachelorette hat die letzte Rose vergeben. Am Ende konnte sich Jan Hoffmann gegen die restlichen 19 Kandidaten durchsetzen. Ich habe mich in dich verliebt, gestand Sharon Batiste ihrem Auserwählten in der Sendung. Nach dem Finale der Show interessiert die meisten aber wohl nur eine Frage. Sind die beiden noch ein Paar? Die Antwort lautet ja. Das verrieten Sharon und Jan beim großen Wiedersehen mit Sophia Tomalla. In der Realität wird es immer schöner, aber natürlich hat man ein bisschen Angst, wenn der Alltag dazukommt, so Sharon. Immerhin musste das Paar seine Beziehung wochenlang geheim halten. Deshalb trafen sie sich nur in ihren Wohnungen und nicht in der Öffentlichkeit. Auch im Interview mit Promiflash bestätigten die beiden ihr Liebesglück. Wir haben ganz viel Zeit zu Hause verbracht, entweder bei mir in Köln oder bei ihm zu Hause und haben unsere Familien gegenseitig kennengelernt. Es war eine schöne und intime Zeit, erzählte Jan. Jetzt seien beide froh, sich endlich öffentlich als Paar zeigen zu können. Die letzten Wochen haben wir die Zeit sehr genossen, so gut es ging bei dem Versteckspiel. Wir haben uns noch besser kennengelernt und ich bin sehr glücklich, dass sie jetzt in meinem Leben ist, so Jan weiter. Nach Bildinformationen soll Sharon sogar zu Jan nach Hannover ziehen wollen. Was für ein wundervolles Happy End!